So, hallo, der Herr Marc vom Kiesingstudio Wien. Ich muss wieder klein machen. Die Anna liegt hier schon. Heute ist übrigens Women's Day. Ja, gut zu wissen. Warum ist das wichtig? Weil wir im Online-Shop übrigens heute mit dem Stichwort Frauentag einen Gutschein haben, 20%. Und wenn ihr das eingibt, die ersten 100 Kunden kriegen dann 20% im Shop. Wenn Sie da was bestellen wollen, immer das kleine Frauentag-Hinweis. So, vorab. So, Anna, bei dir haben wir jetzt, deswegen filme ich es auch, zwar das 100. Nasenpiercing irgendwie, aber es ist das dritte Mal, dass man es sticht. Jetzt muss man nochmal erklären, warum das jetzt dreimal passiert ist insgesamt. Warum das dritte Mal muss jetzt stechen? Ja, krankheitsbedingt wegen diverser Untersuchungen muss ich es zweimal rausgeben. Und okay. Nachdem es so schnell zusammenwächst, habe ich es nicht mehr reingebracht. Was war bei dir schnell? Wie lange hat es gedauert? Beim ersten Mal schon 2-3 Tage, beim zweiten Mal habe ich es nach 4-5 Stunden. Da haben wir das. Das ist eben ganz wichtig. Ich fahre mal ein Stück zurück, dass man mich auch mal wieder sieht im Video. Also das ist nämlich genau das Thema, dass oft das wirklich sauschnell geht. Ich habe vorher eine Kundin da von... Ich habe vorher eine Kundin da, eigentlich zwei Kunden vor dir. Mein drittes Nasenpiercing übrigens in Folge. Ich habe es gesehen, ja. Nasenpiercing-Tag heute, nicht der Frauentag, weiß ich nicht. Und die hat auch... bisschen bei uns stecken lassen, hat mir das rausgetan wegen der Operation, irgendwie jetzt mit den Arm ganz plötzlich gebrochen, musste dann spontan raus und das Ding war zu, ja, war ein paar Stunden. Natürlich ärgert mich gerade drauf. So, du willst unbedingt einen Ring am Anfang drin haben und hast kein Studio gefunden, das einen Ring reinmacht? Genau. Wir sind die Einzigen, so wie es aussieht, die das machen. Offensichtlich. Und dazu möchte ich nochmal sagen, es liegt nicht daran, dass wir irgendwie gern grob fahrlässig arbeiten, sondern Ringe lehne ich generell auch ab. Bei den meisten Piercings, Ausnahme sind natürlich bei NC-Piercings, da nimmt man schon mal einen Ring am Anfang. Und bei Nasenpiercings eben auch, weil es bei Nasenpiercings einfach den Sinn macht, wenn ich einen Ring am Anfang stecke, dann kann ich den perfekt anpassen, dann liegt der auch später wirklich genauso, wie man will. Man kann natürlich auch erst einen Stecker machen und dann vom Stecker auf Ring wechseln, das ist auch gut, ist zu 95% gleich gut. Aber diese 5%, wenn man gleich mit Ring sticht, das sieht man einfach schon, dass der Ring dann einfach ganz genau wie eingegossen sitzt. Ja? Und ich werde jetzt den Ring, obwohl ich bei dir das Alter noch sehe, nochmal hinhalten, weil ich weiß nicht, wer dir das damals gemacht hat und wie und wo und ob das, sag ich mal, vom Abstand da wirklich gepasst hat. Deswegen nehme ich jetzt meinen Ring und platziere ihn in die Probe. Also ich steche da jetzt einfach nicht stupide in die Becke der Vorgänger von mir. Ja, ja eben. Also ich habe gedacht, so Art und Ohr Stecker, aber irgendwie so auch so piercing. Ja, habe ich vermutet. Anna. Mein Feind. So schlimm ist nicht, aber. Dann denkst du, was habt ihr? Was habe ich? Ich sag's dir. Ich habe ein Millimeter Problem. Das ist für dich nicht wirklich interessant, für mich schon. Diesen Millimeter Abstand, den du hier hast, den hast du, weil das Piercing eigentlich einen Millimeter zu tief gestochen wurde. Jetzt gibt es Gott sei Dank bei uns auch, weil ich so viele Kunden habe, wo das passiert ist bei anderen Studios, mittlerweile diese Ringe in jeder Größe. Normalerweise sticht man bis auf 8 mm. Das ist die Standardgröße, die kriegst du überall auf der ganzen Welt, auch in jedem Material die Ringe. In 7 mm, also dann eng anliegt, ja, kriegst du ein viel bei uns, ja, weil das ist echt anfällig, aber es gibt ganz viele Geschäfte und gerade im Onlinehandel wirst du vielleicht oft gar nichts kriegen oder zumindest nur Ramsch. So, ist jetzt letztlich nicht so tragisch. Ich erkläre das mir eben deswegen. Das heißt, das noch ist auf 7. Wenn ich es dir gestochen hätte, würde es mit dem Ring so aussehen. Dann würde der noch enger sitzen. Was dann wäre? So, jetzt hast du natürlich da das Problem, dass du da ein recht, sage ich mal, sichtbares Loch hast. Ja? Weil das zweite bzw. das dritte Mal ist. Jetzt gibt es die Möglichkeit 1. Wir stechen das der Anna drüber. So, dass es abdeckt. Natürlich von da vorne, wenn man genau schaut, irgendwie sieht man es, aber nicht so, dass du sagst, ja, guck mal, was ist mit der los? Möglichkeit 2, die andere sagt, nö, möchte ich nicht. Dann mache ich es dir diesen Millimeter runter, das geht es halt hier ein bisschen ab. Und dann müssen wir halt später jetzt mit einem Ring, wir haben die auch kleiner, das eben anpassen. Aber das wäre natürlich noch ein kleinerer Ring durchmesser, ein 7er. Dann hättest du halt das Alter. Werde ich aber machen, wenn das verrutscht. Also ich hätte auch jetzt gesagt, wir nehmen zur Kenntnis, dass es quasi absichtlich ein bisschen Abstand hat, aber wenn ich jetzt nicht schuld dran, das ist deine Lochvorgabe sozusagen, wo genau, man sagt, was ist das Loch, stell mal nochmal durch, du weißt nicht, warum das ist. Ja, aber für die, die zuschauen, wichtig ist, dass so ein 8 mm Ring dann wirklich eng anliegt und deswegen gehört das eigentlich Tickel. Also ein typischer Fall hat man halt einmal gemacht und ja,
positiv zurück. Aber egal. Na gut, so das haben wir das nochmal. Geht sich da ein zweites Nasenpiercing auch aus? Wenn das Verhalten ist, hätte ich gerne noch ein zweites. Ne, jetzt hast du das nicht hingeschrieben, du warst immer davor. Ich achte das nicht, das ist mit 10 nochmal. Ja, geht sich schon aus. Nur Interesse halber. Natürlich, ich kann auch, also ich meine, Anakonik hat zwei Nasenringe nebeneinander gestochen. Und jetzt gibt es nämlich hin. Also geht, können wir machen. Ich habe jetzt dann immer nur überlegt, ob das davor oder hinter macht. Ist dann sehr gut. Gut, dann werden wir mal stechen, das Ganze. Los geht's. Bist du aus Wien, oder? Ich bin schon aus Wien. Kaum zu verbergen, leider. Wieso? An den Haaren sieht man es nicht. Na, beim Akzent hat man es leider. So arg ist es nicht. Das stimmt. Ich habe manchmal Kunden, das ist so lieb, aus dem 16. Bezirk. Und die haben noch diesen richtig krassen Mundeldialekt. Ja. Das finde ich so geil. Aber das ist die Old Generation, das stirbt komplett aus. Aber die sind jung. Also er ist so 35 und sie ist, glaube ich, 28. Tatsächlich. Aber die reden so krass wienerisch, dass teilweise meine Mädels, die hier wohnen, echt sich teilweise nicht verstehen, was die sagen. Spannend. Das ist mega spannend. Das sind so richtige Otterklinger. Augen zumachen. Ich habe jetzt keinen Punkt hingemacht für alle, die das bemängeln oder die Anna vielleicht auch, weil natürlich das alte Loch war so deutlich sichtbar, dass es ein Blinder mit Stock gesehen hätte. Und deswegen haben wir das so gemacht. Und Anna, alles okay? Muss. So, ist drin. Ich weiß, es ist kurz so unangenehm. That's it. Für die Tränen. Dankeschön. Es tut von Mal zu Mal mehr weh. Das ist spannend. Natürlich, weil du durch die Narbe stichst. Ja? Also natürlich, wenn ich jetzt eine jungfräuliche Nasenflügelchen steche, das ist natürlich anders, als wenn ich da Vernarbungen drin habe. Das liegt also nicht an mir. Oder nein, das ist mir. Das ist wirklich ein bisschen ein kleiner Manko. Ja. Aber für alle, die das jetzt sehen, bitte... Stell das nochmal klar, das war jetzt nicht so, dass du jetzt vom Stuhl fällst, ja? Nein, um Gottes Willen überhaupt Panik, nicht. Um Gottes Willen, wie schnell war das jetzt bei der Anna? Ja? Nein, überhaupt nicht. Ich habe überlebt. Also, gefällt's dir? Super. Und dieser Abstand, wie gesagt, den werden wir noch wegmachen. Darfst einmal, wenn du magst, so ein kleines bisschen die Kamera mit deinem Näschen. Jawohl, da sieht man es schön. Perfekt. Also das, wie gesagt, diesen Abstand, den können wir später dann eliminieren, indem wir dann einen Ring reingeben in 8 mm, entschuldige, 7 mm, jetzt hast du 8 mm. So, von der Pflege her noch ein paar Sätze. Zweimal täglich reinigen und pflegen. Bitte nicht auf Tenacept Spray nehmen. Das wird früher immer aufs Auge gedrückt bekommen. Das macht man seit vielen Jahren nicht mehr, weil Tenacept Hydrochlorid ist. Das trocknet die Haut sehr aus. Tenacept ist toll, wenn man hinfällt und sich die Hände aufschürft oder die Knie, dann kann man die damit desinfizieren. Dafür ist auch gedacht, letztlich für Wundesinfektionen, aber nicht für Flüssigkeit. Okay. Weil wenn man das 3 Wochen im Stück drauf schmiert, trocknet die Haut total aus. Übrigens, bei Tenacept kriegen viele Kunden für mein Dafürhalten tendenziell mehr Wildfleisch. Frontolin-Spray und Gel startest du so, dass du zuerst Frontolin-Spray nimmst. Vom Spray bitte 2-3 Sprüher auf die Nase draufgeben. Einfach so draußen drauf sprühen, bitte auch in die Nase reinsprühen. 30 Sekunden einwirken lassen. Wenn es eingewirkt ist, nimmst du dir eine Küchenrolle. Die Küchenrolle sprühe auch ein, putzt die Außenhülle in die Nase sauber. Keine Wattestäbchen oder Klopapier wegen den Fusseln. Letzter Schritt, Frontolin Gel, Tropfen auf den Finger geben, außen und innen auftragen, der Ring sanft bewegen, einfach eine Schütteldrehung, dass das Gel im Stichkanal reinkommt, bis es sich fertig. Was du nicht solltest die nächsten 3 Wochen ist Dampfpotze nach dem Sommer schwimmen gehen. Duschen, Sport und Haare waschen kannst du morgen wieder. Meine Färbung macht es eh nicht. 6 Wochen nicht gut, außer beim Friseur, wenn es hinten rausläuft, die Haarfarbe. Und letzter Tipp ist Rauchen. Rauchst du? Gib die Nase bitte nicht an und aus. Ja, wenn du so seitlich auspustest, den Mund so für die ersten 2. Da quasi, wenn du den Rauch in die Nase rein ausziehst, das ist toll. Ich bin wahrscheinlich okay. Ja, also wenn es entzündet, dann wird das schon. Okay. In 6 Wochen machen wir deinen neuen kürzeren Ring rein. Ich bin nicht dran rum, dass die Flossen weg, das ist klar. Schminke, Make-up, glaube ich, wird nicht so. Aber wenn du den morgen aufschminken, dann bitte das Ding. Hat mich gefreut, hast du noch ich Fragen? Nein, soweit alles gekehrt. Dann warst du zufrieden, hast du es gelernt. Dankeschön. Danke fürs Zuschauen, ihr habt auch was gelernt. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss.